Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Beats Practice Session. In dieser Folge geht es um Grundlagen des Rhythmuses, genauer gesagt um Grundlagen des Drum and Basses. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier einfach mal eine Drum Machine reingeladen mit so ein paar Samples. Und jetzt legen wir einfach mal einen eintakt langen Clip hier an und gucken uns den hier an und blenden hier auch noch mal die Velocity ein, dass wir so alles zusammen haben. So, und diesen Clip machen wir jetzt mit Steuerung L, loopen wir den noch, das ist hier oben geloopt mit dem Loop-Dingsy, mit dem Loop-Balken, und jetzt können wir loslegen. So, der Standard Drum and Bass Rhythmus ist relativ ein einfacher, nämlich, wenn man es genau nimmt, besteht er eigentlich nur aus einer Snare, und zwar auf den zweiten und dem dritten Beat hier. Und der würde sich dann so anhören. Das Ganze, habe ich vergessen zu erzählen, mache ich in einer Geschwindigkeit von 160 BPM. Drum and Bass befindet sich normalerweise so im Bereich 160 bis 190 BPM circa. Und ich habe jetzt einfach mal die untere Ecke genommen von Drum and Bass, weil Beats per Minute ist nicht alles. Ein Rhythmus wird, also die Geschwindigkeit eines Rhythmuses wird nicht unbedingt durch die Beats per Minute festgelegt. Das sind zwar die Grundschläge dann, aber wie schnell er sich dann wirklich anfühlt, das entscheiden andere Kriterien. So, ich habe hier jetzt, glaube ich, ups. Die Velocity hier eingestellt zur Färbung. Das heißt, je mehr Velocity, desto röter wird das Ganze, oder von grau über grün nach gelb zu rot. So. Machen wir den jetzt erstmal komplett laut. Laut ist gut bei Drum and Bass. So, wie gesagt, das wäre der grundsätzliche Drum and Bass Rhythmus. Und jetzt schütteln alle unglaublich den Kopf, sagen, das stimmt ja gar nicht. Der Drum and Bass Rhythmus kommt vom Trap Beat, aber die Snare ist extrem wichtig und die gibt das auch vor. So, damit wir jetzt auch mal das so hören, wie so ein normaler Beat ist. So ein normaler Beat wäre jetzt zum Beispiel so ein Beat. Und ein Drum and Bass Rhythmus unterscheidet sich von so einem Beat, nämlich einfach nur dadurch, dass die zweite Kick einfach um 2/16 verschoben wird. So, und das ist jetzt so ein grundlegender Drum and Bass Rhythmus, den man kennt. Ich habe hier das Raster auf 1/16 oder auf 1/16 generell eingestellt. Das kann ich hier machen, indem ich hier in die Piano Roll klicke und dann mit Komma kleinere Werte oder mit Punkt auf größere Werte zugehe, aber 16. Raster ist eigentlich völlig in Ordnung. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen ganz normalen Drum-Bass-Rhythmus mit 160 BPM. Insofern, Anfang ist das ganz super. Drum-Bass lebt aber auch so ein bisschen von der Abwechslung, dass da relativ viel passiert im Drum and Bass. Das heißt, hier gibt es auch sehr, sehr viele Variationen. Jetzt können wir zum Beispiel hingehen und können zum Beispiel sagen, wir spielen jetzt nur mal mit der Kickdrum und sagen, wir machen hier vorne eine zweite Kickdrum dazu. Oder machen hier zum Beispiel eine rein. Einfach, dass wir hier verschiedene 16. Werte auswählen, bekommen wir wieder ganz andere Rhythmen. Wenn ich die jetzt hier wieder wegmache zum Beispiel.
Und zum Beispiel jetzt an diesem Beispiel, es sind immer noch 160 BPM, aber es fühlt sich schneller an. Das kommt einfach dadurch, dass ich den Rhythmus jetzt hier durch diese zusätzlichen Beats einfach schneller mache. So hört sich das normal schnell an. Und so kann ich das dann wieder schneller machen. So, und das geht aber nicht nur mit der Kickdrum. Ich kann das auch noch mit der Snare Drum machen zum Beispiel. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch eine Snare Drum reintun. Das hört sich ein bisschen blöde an, deshalb muss diese Snare Drum auch ein bisschen leiser sein. Ne? Da hat es mir jetzt gerade wieder die Note zerkleinert. Weiter auf den 16. Und hier hinten nochmal eine leise, die jetzt auch wieder viel zu lang ist. Oder was man zum Beispiel auch machen kann, wir haben hier diese versetzte Kick, wir versetzen jetzt einfach die Snare. Und schon kriegen wir wieder so einen Drum-Bass-Rhythmus. Gehen wir mal wieder in die Ausgangsposition zurück. So, es gibt ja noch mehr als Snare und Kick. Und wenn wir, wie gerade eben gezeigt, bei der Snare andere Schläge reinnehmen, dann sollte die Snare ein bisschen anders klingen. Also das heißt, einerseits haben wir das durch die Lautstärke, kann man das schön steuern, oder man nimmt tatsächlich auch eine andere Snare, die auch etwas anders klingt. Dann könnte ich zum Beispiel, das ist keine Snare, und die hier zum Beispiel. So, das wäre eine Geschichte. Dann gibt es natürlich noch die Hi-Hats. Und theoretisch könnte man jetzt zum Beispiel einfach sagen, okay, ich male jetzt hier die Hi-Hats rein. Und zwar jedes 16. hier. Einfach mal durchgehend. Und dann können wir das hier zum Beispiel noch in der Velocity bisschen runternehmen. Hi-Hats sind bei mir immer grundsätzlich zu laut. Man könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich nehme das Ganze. Achtet mal auf die gefühlte subjektive Geschwindigkeit. Das ist schon relativ schnell, schneller als vorhin ohne die. Dann gucken wir mal, was haben wir hier an Velocity eingestellt. Machen wir das mal ein bisschen mehr an Velocity. Nehmen wir die nochmal weg. Dann nehmen wir die hier, machen die ein bisschen lauter. Schieben die nochmal hier rüber.
machen die nochmal ein bisschen leiser, dann haben wir so die Ghost Notes drin. Und wenn wir zum Beispiel mal Kick und Snare deaktivieren, dann hören wir hier diese leichten Ghost Notes. Das hört sich wie so ein Tickety-Tickety-Tickety an, quasi. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Note rausnehme, merkt man das. Das ist nur so eine ganz leichte Tickety, aber wenn es nicht mehr da ist, dann merkt man es. So, und das Ganze kann man jetzt natürlich gleich noch auf 2 Takte vergrößern, wenn wir jetzt einfach mal Shift D machen und dann den kompletten Takt nochmal ein bisschen Abwechslung kriegen. So, jetzt können wir zum Beispiel den hier hinten verschieben um 2/16. So, dann haben wir hinten so eine kleine Änderung drin. Vorne nochmal. Wenn dann auch nochmal hier mit der Snare, mit der zweiten. Oder man könnte jetzt zum Beispiel auch nochmal so einen Rimshot nehmen. Mal gucken, wo wir den hier reinpacken. Hier so vielleicht. Nö, das ist unschön. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch wieder, mit leiseren arbeiten. Jetzt habe ich den überschrieben. Warum ich auch hier immer so lange Noten mache. So, und jetzt ist das ganze Tempo trotzdem 160 BPM, wirkt das relativ flott. So, wenn ich das jetzt hier alles mal wieder auswähle, einfach nur mal zum Vergleich, und das Stummschalter, ich habe hier unten noch die zusätzlichen Kicks, aber trotzdem. Das wirkt jetzt relativ gemächlich, trotz der 160 BPM. Und wenn ich jetzt alles wieder dazu schalte, dann klingt das so. So, jetzt kann ich noch. Das war das Falsche.
So, und das ist die Basis von Drum and Bass. Und auf diesem Basisrhythmus, wenn ich das jetzt hier unten mal wieder wegmache, das war ja der eigentliche Rhythmus. Auf Basis dieses Rhythmus kann man quasi alles aufbauen. Was man im Drum and Bass machen kann. Es kommt dann einfach auf die Vielfältigkeit an, sehr viel mit Lautstärken, unterschiedlichen Tonhöhen bei den Percussions, zusätzlichen Effekten und dann natürlich das Wichtige drumherum noch die Bässe und die Synthesizer, die Vocals und alles, was einfach noch dazu kommt. Ganz klar. Aber so die Grundlage dessen bietet eben der Trap Beat, der bei 160 Beats per Minute einfach spielt oder ab 160 Beats per Minute aufwärts. Und dann kann man, wie gesagt, eben diese subjektive Geschwindigkeit auch nochmal steigern und ja, sich da vollends austoben. So, ich hoffe, falls ihr das noch nicht wusstet, dass das euch so ein bisschen den Einstieg erleichtert hat, so ein bisschen Drum and Bass zu machen. Wichtig ist die Abwechslung, dass das nicht 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten lang ein Beat durchhämmert. Der sollte dann viel stolpern, viel abwechseln, viel Break machen. Einfach sehr, sehr viel Abwechslung, weil das zeichnet auch einen Drum and Bass dann im Endeffekt aus. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, Gruppenkuscheln und alles, was gerade so im Rahmen ist. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.